Moko 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 Moko, wir sind wieder hier bei Super Mario Eclipse und wir gehen heute erneut hinein ins Yoshi-Dorf oder auch das Yoshi-Village mit den Muncha Buncha Clambers. Das sind diese gelben Spinnen, die ihr auch aus Portodoro kennt. Die haben sich hier bereit gemacht und die müssen wir klatschen. In diesem Sinne, lassen Sie nun eins Daumen nach oben da für den geheiligten Support. Ich bedanke mich vielmals für eure heilige Unterstützerisierung. Und you know what? You know what? Lasst es uns mit Il Piantissimo machen. Why not? Wisst ihr, ich glaube sogar, mit ihm können wir hier alles schaffen, was wir wollen. Kein Problem. Sollte wirklich keine Herausforderung für uns sein, oder für ihn besser gesagt, die Spinnen hier zu besiegen. Yeah, yippie, dank dir. Es ist der Super Happy Tree wieder gewachsen. Aber jetzt gibt es eine kleine Spinnen-Invasion. Kannst du uns wieder helfen? Ui. Immer bekommt dieses Dorf irgendwie sein Fett weg. Erstmal ist es Fire Petey oder halt Feuer-Tyrannia. Mutant-Feuer, wie man ihn noch immer auf Deutsch besprechen aus Dingsen will. Ihr wisst, was ich meine. Oh. Aber ja, da sind sie auch schon. Sie können nicht nur an der Wand kleben, sondern die können auch ein Strandleben enjoyen. So wie Yoshi, diese Sau. Komm bitte, Piantissimo, mach mal bitte deine Idle-Animation. Lach den bitte aus. Du Trottel, kannst du es wagen, dich hier hinzustellen? Malle ist nur einmal im Jahr. Distanziere mich aber von Malle. Ja. Ich glaube wirklich, ich werde meinem Boah, jetzt mache ich wieder voll das Themenfass auf. Ey, war ich schon mal auf Malle? Actually nein. Ich war meines Wissens nach, also ich bin wirklich zu 99,9% sicher, es sei denn, meine Eltern haben damals Scheiße gebaut, aber ich glaube, ich bin noch nie auf Malle gewesen. Und jetzt kommt noch was viel Krasseres. Ich glaube, ich werde auch nie hingehen. Ich werde nie in meinem Leben einen Flug oder eine Reise nach Malle planen. Hear me out. Here's why. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört, aber naja, ich kann euch sagen, Overpopulation oder beziehungsweise, oh, nicht Population. Junge, wo kam das denn her? Overtourism ist das Stichwort. Overtourism ist halt wirklich ein Problem. Heißt halt nichts anderes als Übertourismus. Und bedeutet halt legit auch nichts anderes als, yo, Bruder, es, in gewissen Gebieten gibt's halt zu viele Touristen. So, es sind zu viele Leute, die da Urlaub machen wollen. Die den ganzen Locals ihr Wasser wegnehmen, ihre Nahrung wegnehmen. Denen da alles vollkotzen. Denen da alles voll scheißen. Weil sie sich denken, lecker, lecker geil saufen. Was ich, ne, hier und da denke ich mir auch mal, ja, ne, hier und da darf es auch mal ein Wein sein. Oder eine Bier. Aber, also, for real, das war, was da auf Malle passiert, das ist ja, also es hat schon seinen Grund, warum sich die Bevölkerung, ein Großteil der Bevölkerung, die halt in den Tourismuszonen leben, nicht nur Mallorca, ne, es gibt ja viele weitere Orte in Spanien, die ja von Übertourismus heimgesucht werden. Man möchte schon fast sagen, ne, geplagt werden. Weil am Ende des Tages muss man halt wirklich sagen, ey, diese Leute wollen in Ruhe und Frieden leben. Und in den meisten Fällen werden die halt komplett, ja, ich weiß nicht, so, die sind da halt so vielen Menschen ausgesetzt, die potenziell irgendwelche Asoziales sind, irgendwelche Scheißsäufer, irgendwelche Leute, die da hinkommen, um halt so richtig da das Leben zu genießen. Auf Kosten dieser Leute eben. Ja. Dann, da geht's halt nicht mal um großartig den da alles wegzuessen, weil Essen ist halt genug da. Aber wie gesagt, dieses ganze chaotische und ja, doch teilweise schon so ein bisschen dieses Wegnehmerische, dass vielleicht an gewissen Standorten auch einfach so viel los ist, dass die Locals, die Leute, die halt da wohnen, halt dort leben und halt nicht mal, keine Ahnung, ihre
Wochenration an Einkauf bekommen können, weil die Leute denn da alles wegkaufen oder so. Klingt erstmal so an sich, klingt das nicht geil, oder? Quasi dorthin zu kommen, um dieses vielleicht auch sogar günstige Leben auszunutzen, wenn man das so sagen kann, wenn man in Spanien, na, quasi für einen Deutschen gerechnet jetzt, günstiger lebt als, als ein Local. Also wisst ihr, was ich meine? Wie ist da der Mindestlohn? So, weiß man das? Ist das ein Ding? Gibt's da Mindestlohn überhaupt so? Also ich habe gehört, in Italien gibt's keinen Mindestlohn. So, und das sollte eigentlich EU-weit so geregelt sein. Und ich habe auch gehört, dass, glaube ich, die Länder, die nicht den EU-Mindestlohn, den gesetzlichen geregelten, dort ins Land einführen, dass sie da, glaube ich, sogar Strafen zu bezahlen haben oder so halt, ne? So, was man so kennt, ne? Also das Land zahlt Strafen, weil man den Menschen dort nicht das Stückchen mehr Butter auf dem Brot gönnt. Also nicht mal das gönnt man denen, der arbeitenden Bevölkerung. Und weißt du, da müssen die sich halt noch mit wahrscheinlich so einem geringen Stundenlohn, keine Ahnung. Aber vielleicht, ey, ist die Lage auch in Spanien besser als in Italien. Ich will jetzt nicht Italien mit Spanien vergleichen, weil Italien hat halt schon eine Rechtsgeneigung. Also Italien, ne? Mit Meloni so, da müssen wir nicht drüber reden, dass das eine Faschosau ist im Worst Case. Und so stellt die sich halt auch an, ne? So sieht es halt aus. I'm sorry, ne? Und ich glaube, in Spanien könnte sein, dass da eine linke Regierung am Start ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall nicht so verdammt rechts wie in Italien. Aber das ist doch, glaube ich, keine schwierige Herausforderung. Aber ey, keine Sorge, ne? Also, den Leuten Mindestlohn wegnehmen, wir Deutsche sind da auf einem guten Weg, wenn ich mir so die Werte der AfD angucke. Also, die Leute wollen es ja auch irgendwo, habe ich das Gefühl, oder? Die haben da auch, glaube ich, schon auch Bock drauf, ne? Jetzt bin ich auch so abgelenkt. Sag mal, haben wir eigentlich die Scheine gesammelt? Ja, ne? Wir haben die Scheine gesammelt, oder? Ich glaube. Ich bin mir sehr sicher. Oh oh. Wie geht das? Oh mein Gott. Okay, wie kommen wir jetzt an die rote Münze? Wir machen jetzt mit den roten Münzen weiter, actually. Auch wenn hier noch die Mancha Clambers Challenge steht, aber... Oh well. Na jedenfalls, um zum Thema zurückzukommen, ne? Also... Das Ding ist halt, Spanien ist halt auch nicht das einzige Land, das über Tourismus ausgesetzt ist, sondern halt Tokio oder beziehungsweise Tokio, Japan. Japan ist ein Land, wo tatsächlich sehr viele Touristen, ich sage mal, hausieren gehen, um es mal so auszudrücken. Ich meine sogar gehört zu haben, dass es in Kyoto zum Beispiel eine Maximalgrenze, wirklich, vielleicht habe ich das auch irgendwo falsch gehört oder so, aber ich meine, was gehört zu haben in Richtung, dass es in Kyoto gewisse Momente gibt, in denen es eben eine Maximalanzahl an Touristen gibt. Das da quasi schon über Tourismus mehr oder weniger so ein bisschen verändert worden ist. Oder beziehungsweise, ne, dass es ein bisschen runtergewirtschaftet wurde. Dass man halt eine Maximalanzahl setzt. Und ey, meine ehrliche Meinung dazu, ne, da kann sich ruhig der ein oder andere drüber abfacken. Mir ist das scheißegal. Ich kann das sogar verstehen und nachvollziehen und sage, ey, wenn halt irgendwelche Höhlenmenschen in das Land kommen, die halt wirklich dort die Sau rauslassen. Und, komplett respektlos sind dies, das. Aber natürlich, ey, Scheiße bauen kann man immer irgendwo so ein bisschen. Ich bin ja auch so einer, der auch für den Spaß zu haben ist und so. Aber irgendwo ist dann auch Schluss, ne? Für meine Verhältnisse verständlich, warum man sich dazu entscheidet, das zu tun. Und dort eben so einen Riegel vorzuschieben, ne? Dass man das Land, in das man reist, auch nur begrenzt so ein bisschen ausbeuten kann. So mäßig, ne? Japan ist so ein Land. Und
gewisse Wirtschaftssysteme können sich dort auch wieder mehr stabilisieren. Zu Zeiten des Klimawandels auf jeden Fall, Bro. Aber das ist auch nur Hashtag meine Meinung. Oh, die habe ich vollkommen vergessen. Stark, gut, dass wir sie gesehen haben. Folgen Sie für weitere blaue Münzen, by the way. Und wir haben alle 10. No way. Wir haben alle 10 Münzen. Let's go. Stark. Und wisst ihr, das ist halt auch einer so der Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr allzu viel zu reisen. Weil ich mir denke, Bro, so, ich will den Leuten, die dort leben, halt auch nicht unnötig aufdrücken, als sie eh schon haben, wisst ihr? Also ich sag euch, wie es ist, als ich in Japan war, ich habe meistens auf Englisch gesprochen. Für Japanisch war da leider nicht so der Space, muss ich sagen. Ist halt auch ein bisschen was Komplizierteres. Mit so einer komplizierten Sprache als Tourist, ne? Du willst ja eigentlich nur die Gegend angucken und so. Ey, ich kann das verstehen, dass man da dann nicht den Space hat, um die komplette Sprache zu lernen, aber ey, so ein paar Basics wären halt schon gut, weil ja, ne, keine Ahnung. Vielleicht kann man sich auch mit irgendwelchen Google-Übersetzer-Apps oder so, oder so Live-Translatern mit AI gibt es ja mittlerweile auch. Ich denke, ne, wenn das für die Locals dort in Ordnung ist, dass man sich dort mit ihnen so verständigt. Und ansonsten, ne, also ich kam, muss ich aber auch sagen, mit Englisch schon eigentlich ganz okay durch Tokio durch, so. Lag aber auch an Tokio, so. Ja, das ist dort halt eben schon mehr international ist, als jetzt in anderen Gegenden in Japan, right? Ländlichere Gegenden. Aber das ist ja in jedem Land so. Je ländlicher es wird, desto weniger hast du da die Möglichkeit, dich, ich sag mal, multilingual zu verständigen. Ist einfach so. Das hat ja jetzt nichts mit Japan zu tun oder so. Das ist ja generell gesprochen eine Sache. Ich sag nur so viel, wenn du in ein Land gehst oder in ein Land reisen willst, um dort Urlaub zu machen, dann interessier dich halt zumindest mal ein bisschen für dieses Land so. Ich sag ja auch nicht, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf nach Luxemburg zu fahren. Und dann fährst du nach Luxemburg. Ja, das ist schon cool. Für nichts würde ich lieber mehr Geld ausgeben als dafür. Deswegen, ey, keine Ahnung, ich mache mir keinen Stress, wenn es darum geht, nach Japan zu reisen oder so eines Tages mal wieder. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich mir nie wieder vorstellen kann, nach Japan zu fliegen oder so. Aber ja, ich sag mal so viel. In Zeiten des Klimawandels, wo es jedes Jahr schlimmer wird für eigentlich jedes Land, sowohl wirtschaftlich als auch ja, eben klimatechnisch, wenn es eben um den Aspekt der Erderwärmung geht, der Naturkatastrophen im eigenen Land geht. Und Japan, muss man auch ehrlich sagen, ist von Naturkatastrophen schon mehr als genug geplagt. Muss man ehrlicherweise auch, oh mein Gott, das ist zu weit, muss man ehrlicherweise sagen, also die sind schon wirklich sehr, sehr hart getebeutelt, wenn es um Naturkatastrophen wie zum Beispiel Erdbeben geht. Oder wenn wir uns anschauen, was mit den Gewässern dort passiert, wenn die sich ein wenig zu sehr aufbäumen und dann aufs Land, ne, krachen, die Wassermassen. Ist halt auch schon eine Sache, die man nicht außen vor lassen darf. Und wenn du dann in solch einer Gesellschaft groß wirst und dafür sensibilisiert wirst, hey, hier könnten potenziell jeden Tag Erdbeben stattfinden oder sonst irgendetwas. Klar, man gewöhnt sich an jeden Umstand und so. Aber eine krasse Last ist das schon, oder? Also, hey, who am I to judge, Alter? Wisst ihr, was ich meine? So, unsere First World Problems sind ein Scheiß dagegen, was vielleicht für Leute in Japan durch Naturkatastrophen zustande kommt.
Oder ey, noch schlimmer. So, guck mal, wenn du so schlechtes RNG hattest, Geburten-RNG, dass du in Gaza groß werden musstest, in diesen jetzigen Zeiten, und alles in deinem Umfeld weggebombt wird von Israel, weil da könnten ja potenziell Terroristen sein. Weiß ich nicht, Bruder. Weißt du, wenn du in einem solchen Land groß wirst, dann sind das nochmal ganz, ganz andere Maßstäbe, mit was du dich da auseinandersetzen musst und für was du dich sensibilisieren musst in deinem Leben. So, da sind die First World Problems von uns Deutschen ein Scheißdreck dagegen, möchte man sagen, okay? So, dass ich mich dann mal darüber aufrege, dass jetzt schon die zweite Woche in Folge der scheißgeile Rewe Beste Wahl Quark ausverkauft ist, vegan. Was ja base ist, wenn es ausverkauft ist, aber wer hat mir die letzten Portionen geglaut? Wisst ihr, was ich meine? Aber diese First World Problems sind ein Scheißdreck dagegen, mit was sich Japaner konfrontiert sehen müssen. Oder zum Beispiel auch Leute aus dem Gazastreifen, die dort groß geworden sind und jetzt leben müssen. Und wenn die Leute sich dann dazu entscheiden, von dort zu flüchten, weil es zu gefährlich ist, dass man dann sich zu den, also sich wirklich die Dreistigkeit rausnimmt, zu sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, dann weiß ich halt auch wirklich nicht. Aber hey, ganz kurz hier, ne? Super Mario Bros. Die Classic-Angelegenheiten. Na klar. Wir können leider nicht ins Haus. Aber ey, ich bin doch nur so ein bisschen am Ramblen, ne? Soll ich euch sagen? Die Welt ist wirklich fucked up, Mann. Und es wird Jahr für Jahr schlimmer. Und es wird Jahr für Jahr schlimmer. Also, wenn ihr euch denkt, ey, es kann nicht mehr schlimmer werden, dann denkt an dieses Simpson The Movie Meme. Bis jetzt, okay? Bis jetzt ist es, kann es nicht noch schlimmer werden. Aber es wird noch schlimmer werden in den nächsten Jahren. Und das ist keine Panikmache oder so ein Scheiß, sondern wir müssen uns einfach nur angucken, wie die Menschheit wirtschaftet, wie die Menschheit sich ernährt. Also, damit will ich sagen, wie klimaschädlich sich die menschliche Gesellschaft ernährt. Und was das für katastrophale Folgen für das Klima hat. Was das dann auch für katastrophale Folgen für Länder wie Japan hat. Ein Inselstaat, der wahrscheinlich viel auf Export angewiesen ist. Was wird wohl mit so einem Land passieren? Und Exportprodukten. Wenn die Exportprodukte schon so teuer werden in Zeiten des Klimawandels, wenn Ressourcenknappheit herrscht. Deswegen denke ich mir halt, ey Bruder, ich fahre ein bisschen runter mit meinen Reisen, mit meinen Trips. Weil ganz ehrlich, in den jetzigen Zeiten, in denen wir leben, will ich den Leuten, die da wohnen, nicht auch noch mich antun müssen. Dass ich da dann eben scheiße baue. Effektiv. Ne? So ein bisschen mein Leben enjoyen möchte und so. Na, was soll ich euch sagen? So, als ich dort war, das letzte Mal, es gab schon Restaurants, die proppevoll waren. Und wenn die Locals dann abgefuckt sind, dass die ganzen Touris die Restaurants voll sich, also dass die ganzen Touris die ganzen Restaurants vollsetzen, ey, totally understandable, Alter. Kann ich absolut nachvollziehen, dass man davon abgefuckt ist. Ist mir scheißegal, was in diesem Land ist. Solche Leute gibt es ja auch, ne, die sich, egal in welchem Land sagen, ist mir scheißegal, was da los ist. Ich will da trotzdem jedes Jahr hin. Wie kannst du denn so asozial sein und so egoistisch sein und über die Bedenken, die Gesellschaft hat, dich rüber hinwegsetzen und sagen, nee, ich scheiß auf eure Probleme, ich scheiß auf eure Bedenken, ich reiß trotzdem zu euch. Das ist das, was mich so richtig, das ist das, was mich abfuckt, wisst ihr? Eines Tages, Alter, wirst du nicht nur der Gesellschaft zum Problem, was ja jetzt schon teilweise der Fall ist, sondern dann wirst du auch, ein Problem für die Leute, die dort local leben und dann eben von der Rohstoffknappheit, die passieren wird, den Locals das wegnimmst. Was diese Leute sich noch extra irgendwie vielleicht einplanen. Ey, aber who knows, ne? Vielleicht wird auch Tourismus eines Tages verboten und es wird gar keinen Tourismus mehr geben. Also kein Ferntourismus. Weil einfach
der Klimawandel, die Klimakatastrophe, die Klimakrise so hart kicken wird, dass selbst die konservativsten Drecksmedien und Reiseunternehmen solche Reisen nicht mehr anbieten dürfen. Und der Tag wird wahrscheinlich eines Tages kommen. Und ich bin all in dafür. Weil ganz ehrlich, Mann, die meisten Leute, die sich solche dicken Reisen gönnen, sind eh weiße und überprivilegierte Mixköpfe. Und denen geschieht das Recht. Ich finde, ich gönne den Leuten das komplett, dass die irgendwann nicht mehr reisen können. Einfach, wisst ihr warum? Nicht aus Neid oder so, sondern einfach, damit die Locals in Ruhe lassen. Und damit ihr mal merkt, was ihr mit eurem scheiß Tierproduktekonsum und mit euren generellen Konsumern, die ihr so in den Tag legt und die ihr vielleicht gar nicht mal so geil findet selber, aber sagt, ey, ist mir scheißegal, ich lebe nur einmal. So, dann geschieht das genau solchen Leuten recht, die sich dann immer mit der hohen Nase hinstellen und sagen, nee, aber ich will das jetzt. Ich will meine 3 Reisen pro Jahr haben, weil sonst werde ich depressiv. So, diese Type Shit, wisst ihr auch? Da nehme ich mir sowieso Abstand, Alter. Geh in irgendeinen Naturheilort und lass dich da mal ein bisschen den Kopf waschen, aber... Weiß ich nicht. Geh doch nicht irgendwelchen anderen Leuten auf den Sack, die ein Inselstaat sind, die es eh vielleicht schon schwer genug haben durch Klimakrise und die es schwerer haben werden. So. Weil diese Leute werden eines Tages, und das ist, für mich wird das quasi so mäßig das Gleitgel sein. Und das klingt vielleicht hart, aber ey, am Ende des Tages, mit dieser Selbstverständlichkeit, ich gönne denen das richtig, dass die irgendwann halt gar nicht mehr dieses Enjoyment genießen können, wie sie es jetzt können. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauerisieren. Das war mein Ventil, um mich abzureagieren. Hauen Sie rein und machen Sie es gut.